Fest. Diese Filme sind 11 Jahre meines Lebens. 11 Jahre, in denen ich versucht habe, die Finanzierung dafür zusammenzukriegen. Dann 9 Jahre, in denen ich Isabelle Huppert an meiner Seite hatte. Es gab also wirklich auch einen Höhepunkt der Geschichte, der um das Jahr 2000 lag. Da sollte der Film als Projekt von Studio Babelsberg gemacht werden, mit den Berliner Philharmonikern, mit Isabelle Huppert als richtiges großes Prunkprojekt von Rainer Schaper, der damals die großen Filme in Babelsberg machte, der ein Freund von mir war. Das wäre natürlich sehr schön gewesen, aber dann starb Rainer Schaper. Und das war ein Augenblick, wo ich dachte, dieses Projekt hat irgendwie einen schwarzen Stern über sich und es geht eigentlich nicht mehr weiter. Es hat mich wirklich ein halbes Jahr gekostet, bis ich dann wieder dachte, es ist aber eigentlich doch ein sehr schönes Projekt. Die Geschichte ist schön. Es ist eine Geschichte, die jetzt wichtig ist. Dass man eben nicht nur das Deutschland der Nazis zeigt, immer wieder, sondern dass man auch zeigt, dass Deutschland der Welt auch was gegeben hat. Und zwar eben unter anderem diese großartige, sehr emotionale, sehr schöne Musik. Das war also die Sehnsucht, diesen Film zu machen über diese ganze Zeit. Und die hat sich dann dadurch, dass ich schließlich mit Alfred Hürmer zusammen dann einen Weg gefunden habe, wie man ihn realisieren kann, hat sich dann also in, aus einer reinen Sehnsucht dann in etwas wie Realität verwandelt. Genau. Mir ging es da nicht so sehr darum, ob das ein historischer Film ist oder nicht. Ich fand die Geschichte wichtig. Sie spielt sozusagen natürlich vor 150 Jahren und dadurch ist es ein historischer Film, aber dadurch verliert er nichts an Modernität. Adam Schumann spielt Brahms und ich spiele Robert Schumann. Auf meine Weise. Das ist meine Romanze. Die habe ich erfunden, als ich noch ein Kind war, jünger als sie. Die Geschichte dieser drei Leute ist an sich als Filmgeschichte durchaus schon mal gemacht worden. Also es gibt zwei Filme, die das schon bearbeitet haben. Träumerei, der Ufa aus den Kriegsjahren. Und dann in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1947 Song of Love mit Catherine Hepburn und Paul Henreid. In beiden Filmen ist eigentlich die Figur von Johannes Brahms sehr blass und das hat mich auch etwas gestört, weil ich hänge an meiner Familie und ich weiß, dass die Brahmsens alles andere sind als blass. Ich habe dann zum Glück durch die Vermittlung einer Freundin in Paris, Marguerite Ménikos, bin ich auf Malik Sidi aufmerksam gemacht worden, den ich dann in einem Café in Paris getroffen habe. Ich gedacht, das ist wirklich, also das ist er. Das so stelle ich mir meinen Uronkel vor, ja, so dass gleichzeitig dieses, dass er wirklich, dass man sich vorstellen kann, der kommt aus der finstersten Hafengegend, aber er ist irgendwie so ein verkappter Prinz irgendwie. Er hat sowas Stolzes und Kühnes und Freches auch, aber nicht frech im Sinne von vulgär, sondern von selbstbewusst und fordernd und das hat er auch über diesen Dreh wunderbar gestaltet. Ce que j'aimais le plus, déjà c'est la première fois que je joue un personnage qui a déjà existé, un personnage historique. Donc c'était une autre appréhension par rapport au travail, puisque il fallait que j'avais déjà la forme du personnage, la carapace, il fallait que je sois à l'intérieur. Donc pour ça c'était très intéressant, j'ai lu beaucoup de biographies, j'ai pris des cours de piano, et puis après j'ai rencontré Pascal Grégory et Martina Gödek, et on a tous bien travaillé autour de ça. Ein anderer Glücksfall ist Pascal Grégory, denn Pascal Grégory ist auch ziemlich spät in den Film reingekommen. Er ist ein
unglaublicher Schauspieler mit einem Reichtum an Mitteln und Möglichkeiten. In diesem Dreieck mit Martina Gedeck und Malik Sidi, dieser Mann, der ein fast weiblicher Mann ist, besonders interessant sein würde. Der zweite Satz, mein Lieber, ist fast fertig. Ich bin sehr froh. Lass uns gemeinsam schweigen, komm doch. Ce que je préfère de la figure, de l'aspect de Robert Schumann, c'est son côté féminin. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Martina Gedeck, die ja dann an die Stelle von Isabelle Huppert trat, die ganz spontan sagte, das möchte ich furchtbar gerne machen. Ich habe mich schon viel mit Clara Schumann befasst und sie hat also so eine Lesereise gemacht mit Briefen von Clara Schumann. Und die sich also da mit einer ungeheuren Intensität in diese Rolle hineingeworfen hat und tatsächlich also Tag und Nacht Klavier geübt hat und dann auch dirigieren geübt hat, also mit einer Hingabe, die ich also immer noch bewundernswert finde. Naja, sie ist für mich eben Pianistin vor allen Dingen und sie hat mit 10 begonnen, Pianistin zu sein und das war eigentlich ihr Lebenselixier. Das ist verbrieft und das kann man aus unzähligen Dokumenten ersehen und aus ihren Briefen, aus ihren Tagebucheintragungen. Also das war ihr Leben, das Klavier und das ist klar, dass ich natürlich an die Rolle herangegangen bin, übers Klavierspielen. Anders kann ich nicht an sie herangehen. Da ich aber nicht Klavierspielen kann und auch in 4 Wochen das Klavierspielen auf diese Art und Weise nie erlerne, musste ich sozusagen so tun, als ob ich Klavierspielen kann und das habe ich dann eben einstudiert, also dass zumindest die Rhythmen und die Bewegungsabläufe einigermaßen stimmen. Natürlich jeder gestandene Pianist wird erkennen, dass das getürkt ist, aber andere Möglichkeit gab es dann nicht. Das war auch schön, dass diese 3 Leute, die diese Rollen spielen, eigentlich den Figuren in gewisser Hinsicht auch gewachsen waren. Das heißt, dass man dem Malik den jungen Brahms abnimmt, dass man von Malik wirklich das Gefühl hat, ja, so solche Musik kann der schreiben, ja. Das ist und dass man das auch von Pascal, dass man ihm das glaubt, ja. Dass er sowas schreiben kann, dass er sowas herstellen kann. Ich finde es immer schrecklich, wenn man in irgendwelchen Filmen dann Schauspieler sieht, die so tun, als wären sie, was weiß ich, Goethe oder... Und wenn man ihn ins Gesicht sieht, dann denkt man, mein Gott, dass so jemand ist, das doch bestimmt nicht gewesen. Meine Herren! Robert Schumann steht vor Ihnen, Beethovens Erbe, der größte lebende Komponist. Mir war klar, dass man auf 2 Sachen achten muss, weil wir uns sozusagen in der Historie bewegen, dass man möglichst, versucht, auf die Leinwand das zu bringen, was wirklich so war wie damals, dass die Menschen, der Zuschauer das Gefühl hat, ich habe ein Stück eines Lebens von 1850 miterlebt. Das heißt, man muss sehr genau auf die Kostüme achten, auf die Ausstattung. Da sollte man auch dann nicht sparen, sondern man muss das schon auch mit einer gewissen Genauigkeit und Opulenz ausstatten. Was mir außerordentlich wichtig war, dass wir einen Kameramann hatten, der ein Kinokameramann ist, der nicht nur einfach sozusagen Bilder oder das Material belichtet, sondern der eine Konzeption hat im Verhältnis zum Sujet und wirklich auch kinotaugliche Bilder macht und auch das Licht entsprechend mit einer Konzeption versieht. Und deswegen war es mir sehr wichtig, dass Jürgen Jürges das auch macht.
das visuelle Konzept zu Clara war so, dass wir die beiden Hauptpersonen, eben die Clara und den Robert, in verschiedenen Lichtsituationen haben wollten. Clara relativ normalen Licht, freundlich, etwas heller, aber nie richtig strahlend, sondern auch etwas abgedämpft, während Robert in einer wirklichen dunklen und düsteren Stimmung agierte. Er lebte sozusagen zurückgezogen in seiner Höhle, die wir auch so beleuchtet haben. Es waren dunkle Tapeten, also beinahe schwarze Tapeten, mit ganz, ganz wenigen Lichtinseln, und das war irgendwie schwer. Und das passte, also das sollte sehr gut zu seiner recht depressiven Stimmung passen und die unterstützen einfach. Es war eine absolute Freude, mit diesen Menschen zu arbeiten, mit meinem Kameramann Jürgen Jürges, der ein wunderbares Licht gemacht hat, dass man jedes Mal, wenn man dann wieder eine Szene machen durfte in diesem Licht, geradezu erstmal tief durchatmen musste, weil es so schön war, weil das, was ich gerne haben wollte, nämlich so ein Licht wie von Caravaggio mit so Lichtern in den Haaren und mit einer ungeheuren Betonung auch der Haut von Malik, also von dem jungen Brahms, aber auch der Haut von Clara, da hat er sehr große Sorgfalt drauf verwandt, und das gibt diesem Film dann auch das Gefühl, als könnte man ihn anfassen. Film zu drehen in dieser Art ist ein ungeheures Abenteuer, vor allen Dingen, weil man, es war genug Geld da, aber nur gerade genug. Also es durfte kein Euro mehr ausgegeben werden als vorhanden. Und das hat bedeutet, dass ich keinen Drehtag überziehen durfte und dass ich das auch also mit all seiner Energie durchziehen musste, neben allem anderen, was dieser Film bedeutet hat. Es war ein Dreh mit zwei Franzosen, einer Deutschen. Das heißt, es musste immer auf dem Set in beiden Sprachen gesprochen werden. Dazu kamen die Ungarn, wo dann auch noch in Englisch gesprochen werden musste, denn Ungarisch kann ja außerhalb Ungarns kaum ein Mensch sprechen. Das war sehr, sehr schwierig schon in sich, weil natürlich auf all diesen Ebenen dann auch immer Verständigungsprobleme eintreten können. Wir haben die Wahl der Hauptdarsteller nach vielem Hin und Her sozusagen international besetzt und haben es so gemacht, dass jeder sozusagen seine Muttersprache sprechen konnte, weil glücklicherweise die drei Hauptdarsteller auch sozusagen sich gegenseitig verstanden haben. Avec Martina, elle jouait en allemand, moi je jouais en français. C'est pas si gênant non plus parce que je savais ce qu'elle disait. Je comprenais pas ce qu'elle disait, mais je savais le sens de ses paroles. Donc il suffit de... voilà. Et puis il y a un côté universel et un côté européen aussi qui est important. J'aime beaucoup ça. Die beiden Schauspieler sind wunderbare Schauspieler. Also ich habe das sehr, sehr genossen, mit ihnen zu spielen. Sie sind sehr unterschiedlich. Ich finde, sie waren wahnsinnig sensibel und wunderbar als Partner. Ich habe das wahnsinnig genossen. Mit dem Französisch, ich spreche zum Glück Französisch, ich habe sie also verstanden, aber es ist natürlich eine andere Distanz plötzlich dann da. Also das muss man schon so sagen. Das ist interessant, aber das ist ohnehin so, dass Helmer Sanders-Brahms die Sprache ein bisschen in eine andere Welt hinein auch versetzt hat. Also es ist keine normale neudeutsche Umgangssprache, die wir sprechen. Die Worte sind schon, die Sätze sind schon sehr ausgefeilt und sehr, sehr ausgesucht, also und genau gesetzt. Also das ist eine gewisse Poesie auch, die dem ganzen Drehbuch zugrunde liegt. Und insofern kommt das Französische dem eigentlich ganz, ganz schön entgegen und bereichert das eigentlich auch. Robert, das ist wundervoll.
Sag mir, gefällt es dir? Johannes spielt den zweiten Satz meiner Symphonie. So eine innige Lebensfreude. Wie du das erfinden kannst. Oft wirkst du doch so düster. Robert, das erinnert mich an unsere herrlichsten Zeiten. Wie glücklich wir doch waren. Glücklich waren. Was ist denn? Was hast du denn, Liebster? Im Ohr so ein Klirren, einen hohen hellen Pfeifton. Sie ist eine Regisseurin, die unglaublich viel gibt beim Regieführen. Also sie ist ohne einem als Schauspieler oder als Mensch oder als Künstler zu nahe zu treten, ist sie sehr bei einem und ist voll Wärme und Liebe wirklich bei einem. Und das ist was ganz Außergewöhnliches und das gibt einem ungeheuer Kraft und Sicherheit. Das habe ich als sehr, sehr besonders und eigentlich einzigartig auch empfunden in der Form. Also weil man das Gefühl hat, sie spürt und sieht genau, was in dem Schauspieler jetzt gerade vorgeht oder sogar was in der Figur vorgeht. Also ihre Art der Regieführung ist eben keine übergriffige oder eingreifende oder überhaupt dominante, sondern sie begleitet eher und würde niemals einen Entwicklungsprozess stören, in dem man als Schauspieler gerade ist, aber sie wäre immer sozusagen hilfreich um einen herum. Und das ist natürlich ganz kongenial. Als Regisseur ist das einfach das Beste, was einem als Schauspieler passieren kann, dass jemand so dabei ist und so da ist und so präsent ist und einem trotzdem sozusagen die Freiheit lässt und den Freiraum lässt, den man eben auch braucht, damit man keine Marionette wird, sondern ein lebendiger Mensch sein kann und ein lebendiger Mensch in einer Figur werden kann. Es kommt aber auf die Szene selbst immer an, ob wie man jetzt als Regisseur zurücktritt und sagt, das ist jetzt dieser Mensch und der hat diese Szene jetzt so im Kopf und im Körper und die muss jetzt so gespielt werden, oder ob man etwas vorgibt. Also ich halte wenig von langen Reden über eine Rolle. Ich glaube, dass eine Rolle etwas anderes ist, je nachdem, welcher Schauspieler sie spielt und dass jeder Schauspieler sozusagen sein persönliches Potenzial braucht, aus dem er die Rolle schöpft. Und wenn man ihn dahin bringt, dass er die Angst verliert, sozusagen seine ganz tiefen persönlichen Gefühle bloßzulegen, wenn man ihn dazu bringt, dass er diese Angst verliert, dann kriegt man wirklich große Szenen hin. C'est la première fois que je travaille avec Elma Sanders Brahms, donc on est toujours évidemment surpris au début de la façon dont dirige un metteur en scène qu'on connaît pas. Mais tout de suite avec elle, ça a été une confiance très rapide. Puis c'est une grande artiste. Alors ça va vite. Avec les artistes intelligents, ça va très vite. De travailler avec Alma, c'était, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'est une femme qui est vraiment présente avec les comédiens, qui n'est jamais derrière la technique, qui est toujours proche de nous et qui nous parle tout doucement dans les oreilles. Et qui nous emmène vers les personnages d'une façon très très élégante et très douce et très belle, et voilà. Mais c'est une metteur en scène qui aime les acteurs. Johannes! Ist eure Mutter? In ihrem Zimmer. Wir haben ein kleines Brüderchen bekommen. Er heißt Felix. Johannes ist wieder gekommen. Diese Kinder waren eben in diesem Haus, in dem der Hauptteil des Films spielt, anwesend und sind auch ein Spiegel der Erwachsenen, aber sie sind natürlich auch zugleich eine Triebfeder dessen, was zwischen den Erwachsenen sich abspielt. Johannes ist der Freund der Kinder. Johannes verführt die Kinder, wie er den Vater und die Mutter verführt. Willkommen. Oh.
wollen, lasse ich mich fallen. Ich meine, wie Werther, der sich das Leben nimmt für die Unerreichbare. Oh, wie poetisch. Aber unsere Henriette will kein Blut im Haus führen. Also kehr sie zur Erde zurück. Lasst mich lieber fliegen. Ist diese Musik von Ihnen? Ja. Dann kommen Sie herunter und spielen Sie für uns. Im Wesentlichen ist es dieses Dreiecksverhältnis zwischen Robert Schumann, der Clara liebt, aber der auch diesem jungen Mann irgendwie verfällt. Der junge Mann, der Clara sein Leben widmen will, so wie Clara ihr Leben Robert widmen wollte. Das sind einfach sehr schöne Zusammenhänge und auch sehr erotische irgendwie von einer sehr, sehr feinen und subtilen Erotik, die ja auch in der Musik eine ganz große Rolle spielt. Das kann alles ein Film gar nicht erzählen eigentlich, was zwischen diesen drei Menschen passiert ist. Was ein Film leisten kann, ist darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum man als Frau einen Film macht, der Clara heißt und der eine Frau zeigt, die... Ja, ist die emanzipiert? Sie ist schon emanzipiert, sie dirigiert selbst ein Orchester, sie geht allein auf Tourneereisen, das schon. Aber sie ist natürlich auch eine liebende Frau und eine Frau, die Kinder hat, die sich ihrem Mann da irgendwie mit aufopfernder Hingabe widmet. Ist das was Zeitgemäßes? Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es... sind diese beiden großen Komponisten ohne diese Frau in der Mitte überhaupt nicht denkbar. Und eigentlich ist sie die Energie, die die beiden getragen hat. Wenn ich dich mit ihm sehe. Mit wem? Hm? Mit Johannes? Er ist wie mein ältestes Kind. Ein Kind von 20 Jahren. Ein Kind? Wenn ich fortgehe, wird er bleiben. Die Kinder lieben ihn. Und du bist alles für ihn. Er bewundert dich. Ich bin fast doppelt so alt wie er. Clara ist das Zentrum des Films. Ohne Clara wäre das alles nicht denkbar. Insofern heißt der Film mit Recht Clara. Aber es ist natürlich kein Film jetzt über eine Frau, die vielleicht selber hätte noch eine bedeutendere Komponistin werden können oder sowas. Das kommt zwar in Ansätzen vor, aber ich weiß nicht, also das finde ich angesichts dessen, was an Musik da ist, dann auch irgendwo müßig, weil wir haben diese tollen Musiken von Brahms und Schumann und die sind für Clara geschrieben. Und Clara hat sich aber für diese Musiken auch hingegeben. Also mach hier mal was raus, ja. Das ist stark präsentiert werden und ein bestimmten halben CDO drauf, ist ja gut. Bitte. Ich mache Ihnen ein Öl. Warten Sie einen Augenblick. Für einen Taler. Das wird den Schmerz beruhigen, wenn Sie es erlernen. Mein Mann fragt nach Laudanum. Das darf ich Ihnen nicht geben. Ich habe welches gegen den Wehenschmerz genommen vor den Geburten, aber es ist nichts mehr da. Hat er sich vielleicht heimlich davon bedient? Ich weiß es nicht. Wir waren ja immer unterwegs. Ich flehe Sie an, helfen Sie ihm. Er muss doch arbeiten. Er schreibt gerade an einer so wunderbaren Symphonie. Die Rheinische soll sie heißen. Robert Schumann muss für das, was er für die Menschheit dann eben doch ist, nämlich einer der größten Komponisten, muss er eben sehr, sehr teuer bezahlen. Und auch Johannes Brahms muss das. Auch das Leben von Johannes Brahms ist sicher kein
Einfaches gewesen, wenn er auch die Klippen vermieden hat, die er bei Robert gesehen hat. Brahms hat ja dann so den Hauptteil seines Lebens fast wie ein Mönch oder wie ein Priester gelebt. Und hatte zwischendurch Liebesgeschichten, aber eben hat nie geheiratet, sondern blieb immer mit Clara verbunden. Ich muss Ihnen ja buchstäblich nachlaufen. Wir fingen gerade an, Sie kennenzulernen. Ihr Talent. Wissen Sie, was auf meinen Partituren steht? Einsam, aber frei. Irgendwie ist es ein Mensch, der eine große innere Unabhängigkeit immer wieder gesucht hat, wie sie eben eigentlich nur die Einsamkeit geben kann. Und das sagt er ja auch im Film, einsam, aber frei, frei, aber einsam, F-A-E-E-A-F. Das sind auch musikalische Töne und die bilden ja auch also das Thema der EAF, FAE, FAE, EAF Sonate, die er gemeinsam mit Robert Schumann geschrieben hat. In der Zeit waren die Karnevalskostüme ganz anders als heute, sehr viel poetischer auch. Und natürlich geht die Poesie immer mit dem Tod um, mit der Liebe um. Das gehört einfach dazu, das sind die Elemente und die sind natürlich in diesen Figuren auch drin, in diesen Karnevalsfiguren. Für Schumann ist dieser Karnevalszug sicher ein in dem Moment, wo er sich also endlich von der Last dieser Krankheit befreien will und wo er auch Clara sozusagen den Weg zu Brahms freimachen will, ist dieser Karnevalsumzug wie ein Höhepunkt, in dem er sich dann von der Welt verabschiedet. Aber es gelingt ihm ja nicht. Er muss dann ja immer noch in der Welt bleiben und sich weiter quälen. Ja. Aber weißt du, das ist es, was ich brauche. Und ich kann ja auch eine Ellipse machen und sie dann mit der Bahre da schon im Ding stehen lassen. Ja. Ich meine, was muss man? So kann man es machen. Der Film ist natürlich, wie es eigentlich immer geht, länger geworden als vorgehabt. Viele Szenen haben entfallen müssen, leider. So zum Beispiel auch am Anfang diese schöne Szene, wo Clara heiratet, Robert Schumann heiratet. Wir haben das wegschneiden müssen, weil es ein bisschen ein Problem war, dass einmal das Kind Clara mit Nikolai Kinski zusammen zu sehen ist. Und dann ist die eigentlich ältere, in Jahren ältere Clara Schumann von Martina Gedeck mit dem jüngeren Nikolai Kinski. Und dann kommt der wesentlich ältere Robert Schumann, der dann von Pascal Gregory gespielt wird. Und das hat sich dann doch etwas gebissen. Wir haben jetzt beim Schnitt darauf geachtet, dass die Szenen, die Geschichte zwischen diesen drei Figuren so stringent und so intensiv wie möglich herauskommt. Dass die Clara ist ja eigentlich eine Projektion von zwei Männern und aber auch selbst eine Frau, die sich als Kind entscheidet, ich schenke mein Leben diesem Robert Schumann und die dieses Versprechen dann auch einhält, so wie am Schluss dann Johannes Brahms ihr das Versprechen gibt, dass er sie in den Tod, nach dem Tod, dass er nach ihr sterben wird und dass er sie dann in das Schattenreich begleitet. Auch das hat er eingehalten. Ich werde mit anderen Frauen schlafen, aber nicht mit dir. Und mit jeder von ihnen werde ich immer nur dich im Arme halten. Bis ans Ende meiner Tage. Ich warte, bis du gestorben bist und komme dir nach. Ich bleibe bei dir im Reich der Schatten.
Bring dich zu ihm. Das sind so die Klammern, diese beiden Versprechen, wo Menschen sich einfach schenken. Das ist etwas ganz Ungewöhnliches für unsere heutigen Vorstellungen, aber eigentlich ist es das, was die ganz große Linie des Films ausmacht. Also diese Hingabe. Hingabe an einen anderen Menschen, aber auch Hingabe an diese wunderbare Kunst der Musik.